Dies ist ein Beitrag zur täglichen Bibellese zu der Bibelstelle 2. Korinther 3, Vers 1 bis 11. Wenn du mit uns gemeinsam in der Bibel lesen willst und das auch täglich, dann kannst du dich bei uns melden. Wir würden uns freuen, wenn du da mitmachen würdest. Die Natalie, welche du vielleicht als Merle kennengelernt hast, schreibt hin und wieder auf Facebook Beiträge, christliche Beiträge in so einer Gruppe. Also da gibt es eine Gruppe und die schreiben dann halt einmal einen Tag einen Input. Und ein Input, den sie für den Samstag geschrieben hat, der passt zu der Bibelstelle ganz gut. Und deswegen will ich diesen Beitrag jetzt hier vorlesen. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Das steht in 1. Mose 9, Vers 13. Eigentlich würde ich das Bild am liebsten ohne Worte stehen lassen. Gott wirkt oft dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Und er macht es möglich, dass wir auch in schwierigen Entscheidungen oder Lebensphasen Zeichen seiner Liebe erkennen können. Lasst uns darauf vertrauen, dass seine Liebe alles überwunden hat und dass er in der Lage ist, auch alles für uns Unmögliche zu schaffen, weil für ihn einfach gar nichts unmöglich ist. Diesen Beitrag hat sie geschrieben, bevor wir diese Bibelstelle bekommen haben. Und ich denke, dass diese Bibelstelle oder dieser Beitrag gut zu der Bibelstelle passt. Also ich kann ja auch mal jetzt hier das ganze Bild zeigen, was sie gepostet hat. Und da ist dann auch hier dieses Herz drin. Und dieses Herz, das steht auch für den neuen Bund. Denn der neue Bund, den Gott geschlossen hat, den hat er mit dein Herz geschlossen. Er hat Jesus geschenkt und Jesus greift direkt auf dein Herz an. Und Jesus ist in dein Herz gekommen. Das ist der neue Bund. Ich lese jetzt 2. Korinther 3, Vers 2 aus der Hoffnung für alle. Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Zum Abschluss möchte ich noch beten. Ja, danke Jesus, dass du es möglich machst, einen neuen Bund mit Gott zu schließen. Und dass du das in unser Herz geschrieben hast. Und lass uns diesen Bund doch annehmen. Und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Denn mit deiner Hilfe können wir alles schaffen. Amen.